Der Tag erscheint dunkler als die Nacht. Mutter! Wir haben uns hier versammelt, um über eine Frau zu richten, die sich des Ehebruchs schuldig gemacht hat mit einem Fremden, mit einem Römer. Wer klagt diese Frau an? Ich, hoher Herr. Ich. Welche Strafe hältst du für angemessen? Sie soll die volle Härte des Gesetzes spüren, ohne jede Gnade. So soll es sein. Nein, Vater! Nicht meine Mutter, Vater! Nein. Nein! Du musst den ersten Stein werfen. Nein! Ich kann es nicht. Ich kann nicht. Steinigt sie! Nein! Steinigt sie! Nein, 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 nein! Ich bitte euch! Steinigt sie! Lauf weg! Tabitha! Lauf weg! Die Hohepriesterin, was sagt sie?
Graf, sitzen! Auf den Boden! Eure Götter werden euch nicht retten können. Fahrt zur Hölle! Ein schönes Feuerchen! Und euch wird nur die Asche bleiben! Ja. Wir haben eine Schlacht gewonnen, aber eine Schlacht ist nicht genug für Rom. Rom will den Krieg gewinnen. Um das zu erreichen, braucht der Kaiser von Rom euren Anführer, Segimerus. Kein Römer vermag zu sagen, wie er aussieht. Aber ich weiß, dass er hier unter euch ist. Ich könnte euch also alle kreuzigen lassen, um sicherzustellen, dass Segimerus auch tot ist. Aber ich biete ihm die Gelegenheit, sich ehrenhaft zu verhalten. Segimerus, tritt vor! Und ich werde,
deinen Gefährten das Leben schenken. Ich bin Segimerus. Ist das Segimerus? Ja, das ist Segimerus. Mit seiner Gier nach Macht und Ruhm. Dieser Hund hat uns alle ohne Gnade opfern wollen. Er hat uns geopfert. Ja, Segimerus. Das war seine Schuld. Halt! Segimerus. Endlich in der Gewalt Roms. Aber hinrichten soll dich einer von deinen eigenen Männern. Der, der dich identifiziert hat. Im Gegenzug schenke ich dir nicht nur dein Leben, sondern auch deine Freiheit. Komm schon. Worauf wartest du noch? Du wirst ein freier Mann sein. Ja! Segimerus! Segimerus! Kommandant! Woher wusstest du, dass er Segimerus ist? Ich kenne dieses Volk gut. Es sind Barbaren, aber sie sind loyal. Keiner der königlichen Leibwächter würde seinen König verraten. Es würde jeder lieber für ihn sterben. Nur einer nicht. Er selbst. Biete den Gefangenen die Wahl, sich der Legion anzuschließen oder als Sklaven verkauft zu werden. Dich werde ich zu meiner persönlichen Verfügung behalten. Wie ist dein Name? Rixos. Aber du wirst meine Loyalität nicht kriegen. Es sei denn, ich fasse den Entschluss. Erlaube uns, unseren Herrscher würdig zu bestatten. Im Gegenzug stehe ich dir mit meinem Schwert zur Verfügung. O Vater Segimerus, Friede sei mit dir. Ruhe in Frieden. O Vater Segimerus, unser Herrscher. O Vater Segimerus, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Ich habe eine Nachricht für Titus Valerius Taurus. Titus Valerius Taurus. Kommandant der 7. Geminia-Legion, im Dienste unseres Kaisers. Unser Kaiser verlangt dich zu sehen. Dir wird die Ehre zuteil, persönlich mit ihm zu reden. Übergib das Kommando einem Vertrauten. Richte dein Gepäck, der Imperator erwartet dich. Der Imperator erwartet mich. Kaiser Tiberius residiert jetzt schon seit ein paar Jahren auf Capri. Wie ich hörte, nennen die Leute ihn hier den Mann der Insel. Warum habt ihr mich nach so vielen Jahren des Exils zurückgeholt? Ich habe beschlossen, dir eine Aufgabe anzuvertrauen, die dein ganzes Können erfordert. Es ist ein Rätsel, das ich nicht jedem auftragen kann. Eines Tages im April zur 9. Stunde verdunkelte sich der ganze Himmel. Ja, in Germanien auch. Und während des Kampfes erzitterte die Erde. Ja, dieses Phänomen wurde überall beobachtet. In vielen Ländern der Welt, im Osten und Westen, im Norden und Süden. Und seitdem habe ich im gesamten Imperium Nachforschungen anstellen lassen, weil ich für mich herausfinden wollte, ob zwischen diesen Ereignissen vielleicht irgendeine Art Verbindung besteht. Und ich glaube, ich habe einen Hinweis gefunden. Wo? Im Tabularium in Rom. Meine Schreiber haben es entdeckt. Was ist das? Die Aufzeichnung eines Prozesses. Er endete mit dem Todesurteil. Es gibt jeden Tag Hunderte von Todesurteilen. Was ist das Besondere an diesem hier? Das steht alles in meinen Anweisungen. Lies sie aufmerksam. Und dann vernichte sie sofort. Was ist das Ziel meiner Reise? Jerusalem,
die Präfektur von Judäa. Und sind unsere dortigen Behörden auch zuverlässig? Natürlich. Aber versuche so eigenständig vorzugehen, wie du kannst. Ich verstehe. Was weißt du über die Situation in Judäa? Ich weiß nur, der Statthalter dort ist ein Mann namens Pontius Pilatus. Und die ganze Gegend dort ist ein Schlangennest. Und mehr nicht. Das ist alles, was du wissen musst. Ich werde deine Befehle befolgen. Gegen Jesus von Nazareth, den sogenannten König der Juden. Geführt durch den Präfekten von Jerusalem. Willkommen in Jerusalem, Fremde. Wollen wir heute Nacht das Bett teilen? Wichtigeres vor. Eine milde Gabe. Komm mit mir, mein Freund. Willkommen in der Stadt. Ich weiß einen ruhigen Gastraum hier, da wird man schneller und besser bedient. Hat dich der Mann von der Insel geschickt? Wenn die Antwort ja lautet, wäre es ratsam, die Unterhaltung dort fortzusetzen. Bring uns von deinem besten Wein und dazu Lamm. Zunächst mal verrate mir, was jemand, der im Auftrag des Kaisers arbeitet, in solch einem verruchten Loch verloren hat. Es ist der perfekte Ort, um an interessante Informationen heranzukommen. Für jemanden wie mich. Barabbas, und? Wie ist es gelaufen? Ich habe eine Menge von ihnen erledigt. Und einer hat mir davor noch die Informationen gegeben, die ich haben wollte. Ich kenne jetzt die Identität des Spions für die Römer. Ist das der Schuft? Ich werde den beiden das Essen bringen. Verriegel die Tür von außen. Wer seid ihr? Wir suchen nach dem Weg. Der Tag ist nahe. Kommt! Wir müssen bereit sein, denn er wird bald zurückkehren und die Welt verändern. Mein Name ist Stephanus und das ist mein Bruder David. Wir freuen uns sehr, Schwestern. Ist das euer erster Besuch? Stell es auf den Tisch. Tod dem Verräter! Rixos! Ah!
Thomas! Vergiss nicht, wem du dein Leben verdankst! Gebieter! Gebieter! Die römische Patrouille! Du wolltest mir etwas sagen. Mach den Mund auf, mein Freund. Die letzte Information ist äußerst wichtig. Du schuldest es dem Kaiser. Du musst einen Mann finden, der vor den Toren der Stadt lebt. Wo genau? Das Haus gehört einem Mann. Judas Ischariot. Der Ort heißt Akeldabach. Der Blutacker. Gebieter, die Patrouille. Ich will nicht, dass sie erfahren, wer wir sind. Komm zu mir, komm, Rexos. Was hörst du, Biss? Schnell ab, Rexos. Ja. Oh. Hey, wir haben sie die zuerst gesehen. Was soll das? Oh, bei den Göttern. Du bist ja noch schöner als die Priesterin des Tempels von Istar. Wir beide werden uns prächtig amüsieren, Tochter. Lass sie in Ruhe. Sie ist die Tochter eines sehr bekannten Mannes. Ihr Vater wird es dich büßen lassen, wenn du sie auch nur anrührst. Ah, ihr Vater sollte sie dann besser zu Hause einsperren, wie alle anderen anständigen Mädchen. Sonst lässt sich der Ärger wohl nicht vermeiden. Doch, haltet sie fest! Jetzt besorg ich's dir. Los, verschwindet, ihr Schurken! Hilfe, helft mir, Freunde! Hilfe! Wer war das? Nicht sie weg hier! Weg hier! Los! Sie sind weg, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Die belästigen dich nicht mehr, glaub mir. Wie ist dein Name? Wir sind uns schon begegnet. Ich sehe, dass du mit unseren Sitten nicht vertraut bist. Bitte sei nicht gekränkt, Fremder, aber meine Enkeltochter könnte nie die Hand eines Ungläubigen ergreifen. Die Religion unserer Vorfahren verbietet es. Natürlich. Ihr habt Angst, ich würde euch verunreinigen. In Ordnung, vergesst die Hand. Aber hat sie eine Zunge? Oder hat sie auch Angst davor, ihre Worte an einen Fremden zu richten? Sie hat keine Angst. Also, sag mir deinen Namen. Es gehört sich für ein junges Mädchen, nicht einem Fremden den Namen zu sagen. In Ordnung. Kann ich euch wenigstens nach Hause begleiten, damit du nicht noch einmal belästigt wirst? Mit Verlaub, dieser Kerl hatte in einer Beziehung recht. Was haben zwei anständige Frauen wie ihr zu dieser Zeit hier zu suchen? Die Straßen Jerusalems wären sicher, ohne die Fremden, die uns überfallen haben. Und Fremde wie uns, die euch gerettet haben. Aber ich frage noch einmal. Was treibt euch zu so später Stunde noch auf die Straße? Wir können dir das nicht sagen. Ich fürchte, du darfst uns auch nicht nach Hause begleiten. Das wäre... Unpassend? Kann ich irgendetwas tun, ohne dich zu kompromittieren? Ja. Ich kann dir meinen Namen nicht nennen. Aber du kannst mir deinen sagen. Und woher du kommst. Den Göttern sei Dank. Ich dachte schon, du bist taubstumm. Mein Name ist Titus Valerius Taurus. Ich komme aus Rom. Ein Römer. Ich danke dir, Titus Valerius Taurus. Und ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Ja, danke, aber wir müssen jetzt gehen, bevor sie entdecken, dass wir nicht daheim sind. Sorg dich nicht um uns. Wir wohnen nicht weit. Gute Nacht.
rätselhafte Schöne, die ihren Namen nicht sagt. Gute Nacht, Titus Valerius Taurus. Jupiter! Jupiter! Jupiter, noch eine Patrouille! Jupiter, Jupiter, weg hier! Sei gegrüßt, Pontius Pilatus. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich zu dieser Zeit zu stören. Gibt es wieder eine Revolte? Ich hätte niemals gewagt, dich mit solch einer Lappalie zu belästigen. Nein, es ist etwas viel Ernsteres. Ein Wappen des Kaisers. Es fand sich bei der Leiche eines Mannes, der bei einem Kampf mit Barabbas und einigen Zeloten getötet wurde. Ich verdächtige den Mann schon lange als ein Spion des Imperators. Aber dieser Titulus kann nicht ihm gehört haben. Zeugen sagen aus, der Informant habe mit einem anderen Mann am Tisch gesessen. Einem Fremden. Sie haben sich zu ihrem Gespräch zurückgezogen. Ein vom Kaiser Gesandter trifft unangekündigt in Jerusalem ein. Und wie es scheint, holt er sich als erstes bei Tiberius Spion Informationen. Es ist offensichtlich. Der Kaiser hat uns einen Untersuchungsbeamten geschickt. Weißt du, wo er jetzt ist? Meine Männer haben ihn verfolgt, aber in den engen Gassen der Altstadt ist er ihnen entwischt. Schön. Findet ihn. Was sollen wir tun, wenn wir ihn haben? Mit den Referenzen, die er hat, kann er allen Befehle geben. Selbst dir. Aulos Fuscos. Ich hoffe, du gerätst nicht in Versuchung, diesem Mann vertrauliche Informationen über meine Amtsgeschäfte zu verraten. Wenn ich stürze, stürzt auch du. Meine Fehler sind auch deine Fehler. Vergiss das nie. Ich wüsste nicht, dass du je Fehler gemacht hättest, Präfekt. Natürlich habe ich nie Fehler gemacht. Aulos Fuscos, wenn du den Mann gefunden hast, sag ihm, dass ihn der Präfekt in sein Haus einlädt. Das kann er einfach nicht ablehnen. Entschuldige, man erzählt uns, dass Judas Ischariot hier leben soll. Ich glaube, der Ort heißt Akel Damach. Weißt du, wo das ist? Also, ich kenne keinen Mann, der Judas heißt. Aber Akel Damach liegt weiter da drüben. Danke. Judas ist tot. Ich habe sein Haus gekauft. Hatte Judas irgendwelche Verwandten? Freunde? Ich möchte mit ihnen reden. Freunde? Er hat ihren Lehrer verraten. Er ist Jesus. Seine Freunde würden ihn erschlagen wie einen Hund, wäre er noch am Leben. Oder vielleicht würden sie es nicht. Vielleicht würden sie ihm vergeben. Das sind seltsame Leute. Ich muss sie treffen. Wenigstens einen von ihnen. Es ist wirklich wichtig. Ich kenne keinen von denen, glaubt mir. Aber ich kenne jemanden, der ihnen auch auf den Fersen ist. Es heißt, er ist ein Spion des Tempels. Wie ist sein Name? Saulus von Tarsus. Wo hält er sich auf? Für gewöhnlich geht er zur Rabbinerschule in der Nähe des Mizpah-Marktes, gegenüber vom Tempel. Wir haben jetzt schon den halben Tag gewartet. Es hat sich nichts getan. Geduld, Brixus. Geduld ist der Schlüssel für diesen Auftrag. Saulus von Tarsus. Aber sagt niemandem, dass ich ihn euch gezeigt habe. Er ist ein mächtiger Mann. Sie,
aus dem Weg! Lasst Stephanus gehen! Lasst meinen Bruder gehen! David, denk an die Lehren Jesu. Vorwärts, junger Mann! Verteidige deinen Bruder! Komm schon! Verteidige deinen Bruder! Niemand wird dich dafür richten. Ich gebe dir mein Wort. Stelle nicht Hass gegen Hass. Komm schon! Beweise ihm, dass du ihn liebst. Hör zu, es ist deine Pflicht, deinen Bruder zu verteidigen. Alle in Gewahrsam. Lasst eure Waffen fallen. Der Präfekt duldet keine Raufereien auf den Straßen. Besonders keine wegen dummer religiöser Meinungsverschiedenheiten. Ihm nach! Fangt den Jungen! 5 Männer hinterher! Hab keine Angst, ich bin ein Freund. Ich will nur etwas wissen. Wenn du nicht scheißt, dann nehme ich die Hand weg. Wieso hast du ihn nicht verteidigt? Antworte mir! Wieso hast du deinen Bruder nicht verteidigt? Warst du zu feige? Der Rabbi hat es gesagt. Du sollst nicht Hass gegen Hass stellen. Wer ist der Rabbi? Wer befiehlt ihm? Jesus von Nazareth. Lass mich los. Jesus von Nazareth? Hast du ihn getroffen? Lass mich gehen. Sie kommen. Da! Wer bist du? Ich nehme dich fest. Kommandant! Ja. Es ist genug, Brixas. Das reicht. Schluss jetzt. Wir sind uns schon begegnet. In der Taverne. Ich bin Titus Valerius Taurus von der 7. Geminia Legion. Ein Beauftragter unseres Imperators. Willkommen in Jerusalem, Tribun. Wir wussten von deiner Anwesenheit. Der Präfekt erwartet dich auf der Festung Antonia. Er lädt zum Abendessen. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Es ist uns eine Ehre, Gast in deinem herrlichen Palast zu sein, Pontius Pilatus. Mich freut, dass ihr hier seid. Claudia Procula. Willkommen. Ich hörte, dass du dir ein paar herrliche Stoffe aus Syrien hast schicken lassen. In der Tat. Willkommen. Es ist uns eine Ehre, einen so bedeutenden Gast begrüßen zu dürfen. Ich wurde noch nie von einer bewaffneten Einheit in Kampfausrüstung zum Essen eingeladen. Die Maßnahme war nötig, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Die Straßen Jerusalems sind für einen Römer sehr unsicher. Bitte sei so freundlich, mir einen Moment zu folgen. Das Essen wird gleich aufgetragen.
Ich fürchte mich nicht auf den Straßen von Jerusalem, Präfekt. Ich habe die letzten 15 Jahre in Germanien gekämpft. Also, ich weiß, wie ich auf mich selbst aufpassen kann. Die Barbaren im Norden kämpfen auf dem Schlachtfeld. Hier kann der Feind überall versteckt sein. Er schlägt ohne Vorwarnung zu und ist im Handumdrehen verschwunden. Erinnerst du dich noch an das Handgemenge im Wirtshaus? Ich werde dir mit Freuden helfen. Du musst mir nur sagen, was der Zweck deiner Mission ist. Das Essen ist aufgetragen. Meine Frau, Claudia Procula. Sei gegrüßt, Claudia. Tribun? Der Tribun und ich haben wichtige Dinge zu erörtern. Wir kommen gleich nach. Aber die Gäste erwarten dich. Bitte. Gehen wir. Claudia! Bei diesem Namen ist Ihre Frau doch gewiss eine kaiserliche Verwandte. Eine Cousine. Ja. Aber das ist nicht der Grund, weshalb man mich zum Statthalter dieser Provinz ernannt hat. Treffe dies zu. Hätte der Kaiser mir leichtere Aufgaben zugedacht, so wie Griechenland oder Bithynien. Aber du hast die Frage nicht beantwortet. Was ist das Ziel deiner Mission? Komm, Tribun. Wir müssen zu den Gästen. Ich suche nach einem Leichnam. Was? Was hast du gesagt? Einen Leichnam. Einen Leichnam, der verschwunden ist. Willst du mich zum Narren halten? Keineswegs. Es ist ein jüdischer Rabbi, den du zum Tode verurteilt hast. Erst kürzlich. Ich unterzeichne viele Todesurteile. Dies ist eine unruhige Stadt. Wen meinst du? Einen gewissen Jesus. Er kommt aus der Stadt Nazareth. Jesus? Ich erinnere mich nicht. Der Name ist hier sehr verbreitet. Wieso suchst du nach diesem Leichnam? Weil er nicht da ist. Verschwunden. Oder sollte ich sagen, wieder auferstanden, wie es hier heißt. Titus Valerius Taurus. An Tiberius Caesar Augustus. Heil dir, Kaiser. Deinen Befehlen folgend bin ich jetzt in Judäa, in der Stadt Jerusalem. Bereits kurz nachdem ich das Gebiet betreten hatte, wurde ich überfallen, obwohl ich inkognito reiste. Dabei wurde einer unserer Informanten getötet. Im Augenblick bin ich mit Widerwillen Gast des Präfekten Pontius Pilatus. Er behauptet, nichts von dem jüdischen Rabbi zu wissen. Er lässt es aber zu, dass die Anhänger des Mannes verfolgt werden. Offensichtlich ist der tote Jesus noch gefährlicher als der lebende. Sollte er wirklich tot sein, was ich in der Tat erst herausfinden muss. Deine besten Informanten hatten keinen Erfolg und sie waren meines Wissens Kenner dieser Gegend. Wieso denkst du, es wird ihm gelingen? Sein Stolz wird es ihm nie gestatten, die Suche nach der Wahrheit aufzugeben, nicht ehe er sie gefunden hat. Auch wenn er sich dessen bewusst ist, dass die Wahrheit manchmal sehr gefährlich sein kann. Darf ich dich etwas fragen, Cäsar? Ja? Ich glaube, du willst nur herausfinden, ob es möglich ist, dass ein Mensch von den Toten wieder auferstehen kann. Ist es nicht so? Ich war schon immer sehr neugierig, was das Jenseits angeht. Mich treibt die Furcht vor dem Nichts. Wo war Pilatus? Er hat dort gesessen. Setz dich hin. Aber, Tribun... Ich sagte, setz dich und lies vor. Der Senat und das Volk von Rom gegen Jesus von Nazareth. Wer bist du? Wieso wurdest du hierher gebracht? Wer bist du? Wieso wurdest du hierher gebracht? Ja.
Wieso willst du nicht sprechen? Ist dir nicht bewusst, dass ich dein Leben retten oder dich zum Tode verurteilen kann? Und der Gefangene antwortete, du hättest diese Macht nicht, wenn sie dir nicht vom Allerhöchsten verliehen worden wäre. Meine Macht wurde mir vom Kaiser verliehen. Und du erklärst dich höchst selbst zum König der Juden. Das ist Majestätsbeleidigung. Es gibt keine Herrscher außer dem Kaiser. Es gibt keine Herrscher außer dem Kaiser. Wie ist deine Antwort? Bist du oder bist du nicht der König der Juden? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er wurde da oben gekreuzigt. Wie lange dauerte sein Todeskampf? Sein Tod trat vor der 9. Stunde ein. Centurio. Hast du ihn genau untersucht? Ich bin Soldat. Ich erkenne den Tod. Welches ist das Kreuz von Jesus? Das in der Mitte. Kennst du diese Frau? Seine Mutter. Die Mutter von Jesus. Die anderen Frauen? Ich weiß es nicht. Unter den Anhängern Jesu waren viele Frauen. Sie waren die eifrigsten seiner Getreuen, wie du sehen kannst. Sie halten ihm auch nach dem Tod die Treue. Frauen können sehr treu sein, wenn sie jemanden von Herzen lieben. Bis in den Tod. Und noch länger. Sie wissen, was Liebe ist. Elias, hier vor Gott verspreche ich dir meine Tochter. Die Hochzeit wird stattfinden, sobald alle Vorbereitungen getroffen worden sind. Hier vor Gott nehme ich das Versprechen deiner Tochter an. Ich werde sie an dem vereinbarten Tag ehelichen. Großmutter, ich kann das nicht. Lieber wäre ich tot. Ich weiß, wo er ist. Wer? Jesus von Nazareth. Folge mir. Wo sind wir? Ich habe noch nie eine so trostlose Gegend gesehen. Sie heißt Gehenna. Judäa sehen sie als Heimat der Dämonen, wo die Seelen der Verdammten ruhen.
Es ist ihre Hölle. Und an diesem Ort hält sich Jesus versteckt? In der Hölle? Da sind sie. Die Vertrauten des Jesus von Nazareth fliehen mit dem, was ihnen das Wertvollste ist. Der verhüllte Jesus von Nazareth. Sein Leichnam auf einem Karren. Der Beweis für seinen Tod ohne Wiederauferstehung. Ich erwarte keine Gegenwehr. Die Vertrauten Jesu sind jämmerliche Feiglinge. Sie werden nicht kämpfen. Aber ich fürchte, sie werden den Leichnam verbrennen, um den Beweis für seinen Tod zu tilgen. Ich werde mich von Norden her mit meinen Männern nähern. Eine andere Gruppe, geführt von Fuscos, nähert sich von Süden und schneidet den Fluchtweg ab. Wenn sie versuchen, die Leiche zu vernichten, Trebon, übernimmst du die Führung und greifst sie frontal an. Alles klar? Er steckt die Leiche in Brand. Komm, Rick, so schnell! Komm schon! Auf! Tötet uns nicht! Wir sind unbewaffnet! Gebieter, pass auf! Ist das Jesus? Erkennst du den Mann? Sein Gesicht ist durch den Tod entstellt, aber Größe und Körpermaße stimmen. Das ist der Mann. Ich bin sicher. Da. Nagelwunden. An den Händen und Füßen. Brixos? Du wirst diesen Leichnam nach Jerusalem bringen. Und auch diese Nazarener. Sowie ihre Waffen. Ich will alles überprüfen. Ja, Gebieter. Warum hast du mich rufen lassen, Tribun? Und warum gibst du dich immer noch mit dieser Leiche ab? Das ist nicht die Leiche des Jesus von Nazareth. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Woher dann die Nagelwunden? Man hat Nägel durch diese Hände geschlagen. Aber die Haut um die Löcher herum ist nicht eingerissen. Und es hat nicht geblutet. Sie haben keine Ähnlichkeit mit den tiefen Wunden, die jemand davonträgt, der stundenlang am Kreuz hing. Bei allen Göttern.
Was bedeutet das? Dass diese Wunden der Leiche erst kürzlich zugefügt wurden, nach dem Tod. Um eine Kreuzigung vorzutäuschen. Dieser Leichnam ist eine Fälschung. Das ist nicht die Leiche eines Mannes, der gekreuzigt wurde. Pilatus, das ist nicht Jesus von Nazareth. Alles nur Vermutungen. Fantasien. Das ist die Leiche von Jesus. Die Veränderung haben seine Jünger vorgenommen. Das ist die offizielle Version. Und du wirst dich daran halten, andernfalls sehe ich mich... Vergiss die offizielle Version! Ich habe in meine Untersuchung auch die anderen einbezogen. Die Nazarener. Untersuchung? Was für eine Untersuchung? Ich habe nachgedacht über ihre Methoden der Kampfführung. Ja! Im Kampf zeigt ein Mann, wozu er ausgebildet wurde. Die Art und Weise, sich zu wehren, hat mich ganz deutlich an etwas erinnert. Die Arena. Was für ein Unfall. Es waren Gladiatoren. Sehr gut ausgebildete Gladiatoren. Und wer soll sich das ausgedacht haben? Wer einen Nutzen davon haben könnte. Du willst doch nicht unterstellen. Ich will rein gar nichts unterstellen. Im Moment noch nicht. Ich habe keine Beweise. Aber meine Rückschlüsse stehen in einem Schreiben an den Imperator. Verzeih, dass ich so starkköpfig war. Ich sehe jetzt ein, dass du recht hast, Tribun. Wir werden herausfinden, wer hinter dieser Täuschung steckt. Da bin ich sicher. Und übrigens, ich muss dich um etwas bitten, das dir Probleme machen wird bei deinen jüdischen Freunden und ihren Hohepriestern im Tempel. Was? Du hast Besuch. Maria. Stephanos. David. Bruder. Es diesem Anhänger Jesu zu gestatten, im Gefängnis ohne unsere Erlaubnis Besucher zu empfangen, das stellt für uns eine unerhörte Kränkung dar. Ich hoffe, dass du dafür eine gute Erklärung hast. Politische Gründe, die außerhalb meiner Macht liegen. Jesus verleugnen? Erklären, dass er ein falscher Prophet war? Stephanus, es geht um dein Leben. Niemand verlangt von dir, dass du dich opferst. Selbst Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. In der Nacht, als er verhaftet wurde. Ist es Petrus, der mich darum bittet? Nein, nur ich. Sie werden dich töten. Hast du keine Angst davor? Der Tod hat keinen Schrecken, Maria. Und du weißt das besser als wir. Du bist Jesus begegnet. Du bist Zeuge seiner Wiederauferstehung. Er lehrte uns, das Leben zu lieben. Er hätte es niemals weggeworfen. Wache, wir gehen. Folge ihr. Mhm. Maria Magdalena folgt nur ihrem Herzen. Aber sie verlangt zu viel von mir. Magdalena! Danke, und möge der Friede mit euch sein. Kann ich mit dir sprechen, Rabbi? Du weißt, dass ich kein Rabbi bin. Ja, aber für mich schon. Deine Worte sind voller Weisheit. Wie alt bist du? 18. Ich bin nur ein Jahr älter als du. Wie könnte ich da dein Lehrer sein? Ich weiß, was du mich fragen willst. Du willst von dem Versprechen befreit werden, das dein Vater dem Elias gegeben hat. Mein Vater hat es getan. Nicht ich. Aber wie kann ich mich gegen meinen Vater stellen? Das darfst du nicht. Aber du kannst etwas anderes tun. Du kannst mit deinem Vater reden. So offen, wie du mit mir geredet hast. Früher oder später wirst du sein Herz anrühren. Was hast du? Ich will nicht, dass du stirbst, Stephanus. Ohne Namen! Du, ich
darf nicht mit einem Fremden auf der Straße sprechen. Nicht sprechen und keinen Namen nennen. Aber zu dem Mann im Gefängnis darfst du sehr nett sein. Wie kannst du so reden? Er hat mich mit seinem Getue auch zum Narren gehalten. Aber jetzt habe ich erkannt, dass er dieses Gerede von Wiederauferstehung und Nächstenliebe nur benutzt, um sich den Mädchen zu nähern. Wie kannst du so etwas sagen? Er riskiert sein Leben. Stephanus ist 1000-mal mehr wert als du mit deiner Arroganz. Bitte, bitte, bitte. Vergib mir. Vielleicht habe ich die Dinge falsch gesehen. Oh Herr, wieso versteht er nicht, dass ich nicht mit ihm reden kann? Aber ich muss mit dir reden. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich kann nicht mit dir reden, aber mit den Göttern. Oh Götter, lasst sie begreifen, dass ich mich nur um sie gesorgt habe und dass ich sie anflehe, vorsichtig zu sein. Aber wenn ich einen Fehler gemacht habe wegen meiner Arroganz, so ersuche ich sie demütig um Vergebung und gestatte ihr gnädigst, mir ihren Namen zu nennen. Herr, bitte den Römer zu schweigen, bevor sie uns am Ende steinigen, wegen seiner Arroganz. Und vor allem, Herr, bitte ich dich zu vergeben, dass ich sie weinen ließ. Herr, bitte, sag dem Römer, dass ich keinesfalls geweint habe. Und mit Sicherheit tat ich es nicht seinetwegen. Was hat sie gesagt? Sie kann nicht zugeben, dass sie geweint hat? Oh ja, ich sehe schon, dass dieses Mädchen wahrlich stolz ist. Oh mein Gott. Möge alle Römer der Donner rühren. Ja, aber bevor mich der Donner rührt, bitte. Nur noch eins. Sag mir deinen Namen. Wieso ist das so wichtig für dich? Weil jeder Gedanke an dich mir schwerfällt. Wenn ich deinen Namen nicht weiß. Mein Name ist Miriam. Aber alle nennen mich nur Tabitha. Seit meiner Kindheit. Was bedeutet das? Gazelle. Gazelle. Das kann ich sehr gut verstehen. Jetzt lasst mich gehen, bevor uns jemand meldet. Bitte noch nicht. Warte. Darf ich dir noch einen Rat geben? Lass dich nicht von den Anhängern Jesu irreführen. Was sie verbreiten, sind nur Hirngespinste. Du weißt ja nicht, wovon du redest. Wenn er wirklich von den Toten auferstanden ist, wo ist er denn jetzt? Und wieso versteckt er sich? Jesus versteckt sich nicht. Und außerdem kann ich dir nichts darüber sagen. Schon gut. Tabitha. Shalom. Titus Valerius Taurus. Wenn du wirklich etwas über Jesus erfahren willst, geh nach Bethanien. Da ist ein Mann, der dir weiterhelfen kann. Er hat 2 Schwestern. Sein Name ist Lazarus. Shalom, mein Priester. Nathan, ich habe dich lange nicht gesehen. Ich muss dir etwas erzählen. Ist hier irgendjemand? Lazarus ist weggegangen, aber nicht für immer. Woher willst du das wissen? Sieh doch! Ein Anwesen wie dies besitzt einigen Wert. Und obwohl es eindeutig verlassen ist, gibt es keinen neuen Besitzer. Vielleicht denken die Leute, Lazarus kehrt zurück. Dieses Anwesen will niemand haben. Es ist verflucht, heißt es. Aber folge uns. Wir wollen dir etwas zeigen. Woher wusstet ihr, dass ich herkommen werde? Wir haben viele Freunde. Dann wisst ihr sicher auch, was mit Lazarus und seinen Schwestern geschehen ist.
Nichts. Ihnen ist sicher deutlich geworden, dass Sie hier nicht länger willkommen sind. Dieser Stein dient dazu, den Eingang des Grabes zu verschließen. Lazarus hat darin gelegen, in ein Leichentuch gehüllt. Da kam Jesus mit einer kleinen Gruppe Menschen hierher und vollbrachte ein Wunder. Nehmt erst einen Becher Wein von einem unserer besten Weinberge. Ja, und dann, was geschah da? Nehmt den Stein zur Seite. Da nahmen die Jünger den Stein, der das Grab verschloss, und rollten ihn weg. Jesus hob seine Arme und dann rief er ganz laut: Lazarus, komm heraus. Hatte schon 4 Tage. Hat er ihn wieder erweckt zum Leben? Kurz vor dem Pessachfest. War es nicht sehr passend, dass es gerade passierte, bevor die Nazarenerfrauen nach Jerusalem zurückkamen? So eilte ihm der Ruf voraus, er sei ein Mann, der Tote wieder zum Leben erweckt. Glaubst du, es war nur eine Inszenierung? Offensichtlich. Die Probe für eine Inszenierung, die noch größer sein sollte. Seine eigene Auferstehung. Der Becher. Der Wein. Der Wein war vergiftet. Brich's aus! Gebieter! Gebieter! Yeah.
Gebieter! Gebieter! Ich habe es versucht! Ich hoffe, es geht dir gut, edler Taurus! Wenn Pilatus von dem Vorfall erfährt, wird er euch kreuzigen lassen. Das denke ich nicht. Bitte vergib uns diese kleine Lektion. Aber wenn du es nicht selbst erlebt hättest, hättest du es uns nicht geglaubt. Du warst tot und bist zurück im Leben. Was reden Sie? Der Wein, den sie dir gereicht haben, enthielt eine Substanz, die einen in den Zustand des Scheintodes versetzt. Er kann mehrere Stunden oder Tage dauern. Glaub mir, das wird dein Diener dir bestätigen können. Du warst 3 Tage tot und 3 Nächte. Es ist wahr, Gebieter. Aber du warst nicht tot. Er war nicht tot. Genau wie euer Bruder Lazarus nicht tot war. Oder Jesus von Nazareth am Kreuz. Hier vor euren Augen haben wir einen Schwindel aufgedeckt. Eine böse Irreführung durch die Anhänger Jesu zu Lasten einiger einfältiger und leichtgläubiger Menschen. Geht. Geht und verkündet allen, was ihr hier und heute gesehen habt. Vergebt uns. Manchem erscheinen unsere Methoden fragwürdig, aber sie sind notwendig. Hätte man ihnen Gelegenheit gegeben, ihren Irrsinn zu verbreiten, hätten Jesu Gefolgsleute uns gespalten. Deine Untersuchung hätten auch derartiges bewirken können. Ich hoffe, dass ich davon ausgehen kann, dass deine Untersuchung jetzt abgeschlossen ist. Longinus, falls du meine Fragen nicht beantwortest, sehe ich mich gezwungen, dich einsperren zu lassen. Wessen klagst du mich an? Du hast zugelassen, dass man Jesus ein Mittel gegeben hat. Das bewirkte seinen Scheintod. Um seinen Tod sicherzustellen, habe ich ihn damit erstochen. Lass ihn sprechen, Brixos. Er drang ihm bis ins Herz. Kann das jemand bestätigen? Meine Soldaten waren dabei. Sie werden das bezeugen. Tribun, diese Frau besteht darauf, dich zu sehen. Sie sagt, sie hat dir etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Wer bist du? Tabitha. Sie haben Stephanus verurteilt. Du bist der Einzige, der ihm noch helfen kann. Ja! Stephanus! Stephanus! Geh weg! Geh! Los! Gebieter, es sind zu viele. Wir können nichts ausrichten. Heute hat der römische Präfekt das Urteil für Stephanus unterzeichnet. Es lautet Steinigung. Ja, steinigen wir ihn. Ja. Schau nicht hin. Komm mit. Brixos, bleib hier. Ich werde nicht mehr zurückkehren. Wo willst du hin? Ich werde die Anhänger Jesu suchen. Maria Magdalena hat erzählt, dass viele von ihnen in Galiläa leben. Und dass sie dort wie Brüder leben. Du glaubst immer noch an dieses Märchen von Jesus von Nazareth?
Wie kannst du nur so reden? Du warst doch Zeuge, wie Stephanus... Stephanus trifft keine Schuld. Er war ein sehr mutiger Mann. Ich habe ihm Unrecht getan. Aber ich glaube nur, was meine Augen sehen und was mein Verstand erklären kann. Und wie erklärt dir dein Verstand das alles? Wenn dieser Jesus noch lebt, ist es verwerflich, wie seine Jünger mit den Hoffnungen von Menschen wie dir und Stephanus spielen. Im Augenblick scharen sie Anhänger um sich. Wenn sie den Moment für richtig halten, dann werden sie zupacken und sich nehmen, was sie wollen. Und was? Besitz. Macht. Wie alle Männer. Das ist alles, was dir wichtig ist? Besitz, Macht. Du bist ein Römer. Du weißt nichts von der Macht der Liebe. Du hast recht. Du hast recht. Ich wusste nichts von der Liebe, bevor ich in dieses Land kam. Hier bin ich ihr begegnet. Du darfst nicht nach Galiläa gehen. Ich will, dass du mit mir nach Rom kommst. Ich will dich heiraten. Und dich glücklich machen, Tabitha. Ich... Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Ich habe noch nie die Hand eines Mannes berührt. Es ist schandbar. Es ist verboten. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wohin gehst du? Dein Kleid ist besudelt. Mit Stephanus Blut. Du gehst zurück und bereitest dich vor, denn morgen ist dein Hochzeitstag. Ja, es ist mein Hochzeitstag. Du wolltest, dass es der Tag meines größten Unglücks wird. Aber es wird mein glücklichster sein. Denn heute gehe ich mit dem Mann weg, den ich liebe. Wie meinst du das? Was soll das? Wer ist das? Ein Römer. Er wird mich mitnehmen. Glaubst du? Weit weg. So weit weg, wie es nur geht. Römer, genau wie deine Mutter! Ja, ich bin wie meine Mutter. Und ich bin stolz darauf. Sei still! Ich liebe diesen Mann. Sei still! Ich liebe ihn! Sei still! Sei still! Meise! Nein! Nathan! Du hast mich da! Tabitha! Miriam! Tabitha! Tabitha! Weck sie auf! Weck sie auf! Tabitha!
Tabitha! Du musst los! Schnell! Was ist los! Passiert? Im Haus! Reite! Wo ist Tabitha? Schnell! Bitte schnell! Hey! Aufmachen! Aufmachen! Wer bist du? Ich bin der Arzt. Ihr Zustand ist sehr ernst. Was ist mit ihr? Sprich es aus! Sie wurde auf den Kopf geschlagen, wieder und wieder! Was soll das heißen? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass sie sterben wird. Und ich habe sie getötet. Ich und du. Du. Du sollst verdammt sein. Wir beide haben sie getötet. Ich wollte sie behalten und du wolltest sie entführen. Du wolltest sie verändern. Und das war die Folge. Töte mich. Töte mich. Halt! Was tust du da? Damit hilfst du ihr nicht. Wie kann ich ihr helfen? Sie hat nur noch wenige Stunden zu leben. Wo ist sie? Oben, Herr. Tabitha. Sterbe ich? Was kann ich tun, meine Liebste? Bring die Jünger von Jesus hierher. Ich möchte mit ihnen sprechen. Über Jesus, über sein Reich. Sie sollen für mich beten. Verspreche es mir. Ich habe Angst. Es ist so dunkel. Ich verspreche es dir, Liebste. Versprich du mir, stark zu sein. Du musst kämpfen. Gib nicht auf, bevor ich wieder bei dir bin. Versprich es mir, Tabitha. Ist das euer gelobtes Land? Selbst ein Fleckchen wie dieses kann wunderschön sein. Das ist Galiläa, das Land Jesu.
Sei gegrüßt, Maria. Ich bin Titus Valerius Taurus. Ich bin Römer. Ich habe eine lange Reise gemacht, um deinen Sohn zu treffen. Ich wurde vom Imperator hergeschickt, um Jesus zu suchen und herauszufinden, ob er ein Betrüger war. Das ist mir inzwischen gleichgültig, weil ich einen anderen Grund habe. Die Frau, die ich liebe, stirbt. Sie glaubt an deinen Sohn und sie hat nach ihm verlangt. Bitte. Ich bitte dich. Ich flehe dich an, mir zu helfen. Wer bist du? Hier. Mein Name ist Simon, aber man nennt mich Petrus. Warum hast du die Leiche von Jesus gestohlen? Jesus ist wieder auferstanden. Er lebt. Wenn er lebt, wo ist er dann jetzt? Er ist zurückgekehrt zu seinem Vater im Himmel. Er lebt also, aber im Himmel. Klug ausgedacht. Die Frau, die ich liebe, geht zugrunde, weil sie euren wirren Ideen anhängt. Deshalb bin ich jetzt hier. Du sollst zu ihr kommen, nach Jerusalem. Tabitha zuliebe. Jesus hat dir vertrauensvoll die Führung seiner Jünger übertragen. Du musst kommen. Du musst ihr erzählen, das von seinem Reich und von ihm. Erzähl ihr die Märchen, die du den Armen predigst. Geh und lass sie in der Illusion sterben, dass sie eine neue Welt erwartet, anstatt der Dunkelheit. Ich kann nicht. Wieso? Wir werden in ganz Jerusalem verfolgt. Also bist du feige? Nein. Man sagt, an dem Tag, als Jesus gekreuzigt wurde, hast du ihn verleugnet. 3-mal. Ja. Aber jetzt hat sich was verändert. Ich bin für all meine Brüder verantwortlich. Ich kann nicht alle verlassen, um einen Einzelnen zu trösten. Scharlatane. Ihr seid einfach nur Scharlatane. Dein Volk ist meinem sehr ähnlich. Sie lehren uns, den eigenen Tod nicht zu fürchten. Das ist das Los jedes Kriegers. Aber keiner lehrt uns, wie man mit dem Tod derer umgeht, die man liebt. Hast du schon mal einen geliebten Menschen verloren? Ich hatte Frau und Kind. Da kam eine Seuche in unsere Wälder. Das war ein Kampf, den ich nicht kannte. Ich nahm sie und floh mit ihnen an die Küste von Hyperborea. Aber ich war leider nicht schnell genug. Du hast also nichts, was dich erwartet. Genau wie ich.
Ich habe einen Freund. Gebieter. Ich habe keinen so guten Freund wie dich, Brixus. Vielleicht ist es falsch, dir das jetzt zu sagen. Aber ich habe ein Schreiben hinterlegt. Im Archiv des Präfekten. Geh hin. Es regelt deine Freilassung. Du bist ein freier Mann, mein Freund. Danke, Titus, Valerius, Taurus. Aber ich war immer ein freier Mann. Das stimmt, Brixus. Dieser Ort gefällt mir nicht. Wovor hast du Angst, Brixus? Hier ist keine Menschenseele. Trink. Brixus! Mein Freund. Sag deinem Kaiser, es macht keinen Sinn, eine Antwort zu suchen. Wir finden es alle heraus. Brixus. Früher oder später. Mein Freund. Gestern hat der Arzt gesagt, ihre Seele schwebt zwischen Leben und Tod. Jetzt liegt sie ganz still. Du hast es nicht geschafft. Du bist allein gekommen. Ich habe mein Versprechen nicht gehalten. Vergib mir, Tabitha. Vergib mir. Du bist so kalt, meine Liebste. Ein Arzt. Holt den Arzt. Schnell. Es ist zu spät. Tabitha.
Tabitha! Römer, du musst jetzt stark sein. Tabitha! Tabitha! Tabithas Seele, passt nun von oben auf uns auf. Gebieter, ein Mann ist draußen. Wer ist das? Er kommt aus Galiläa. Er muss einer dieser Anhänger von Jesus von Nazareth sein. Ich habe ihm gesagt, dass dies das Haus eines Pharisäers ist und dass ihm der Zutritt verboten ist. Lass ihn rein. Aber mein Gebieter, er ist ein Vertreter der... Lass ihn rein. Meine Liebste. Ich bin es. Petrus. Ist das Tabitha? Ja. Es ist zu spät. Du bist zu spät gekommen. Es ist zu spät. Sie ist tot. Lasst mich mit ihr allein. Ich gehe. Und betet. Komm, tun wir, was er sagt. Komm. Gehen. Die Späher der Pharisäer werden meine Ankunft schon gemeldet haben. Danke für deinen Glauben, Römer. Ich habe keinen Glauben. Das sagst du. Aber du hast mehr Glauben bewiesen als viele, die im Tempel ihren Dienst versehen. Leb wohl, Taurus. Jetzt geh zu ihr. Thank you.
Titus Valerius Taurus an Tiberius Caesar Augustus. Die Mission, die du mir aufgetragen hast, ist gescheitert. Ich habe nicht beweisen können, dass Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden ist. Aber ich habe auch das Gegenteil nicht beweisen können. Meine Untersuchung hat jedoch ergeben, dass die Worte Jesu die Macht haben, diejenigen zu verändern, die an sie glauben. Wir Römer beherrschen die Welt, indem wir Furcht verbreiten. Aber vielleicht habe ich hier die Anfänge einer anderen Welt, eines anderen Reiches entdeckt, wo die Menschen nicht in Furcht, sondern in Liebe leben. Können wir abreisen? Ja, Onkel. Es wurde alles gerichtet. Verzeih mir, aber ich muss dich bitten, es sein zu lassen. Denk an deinen Gesundheitszustand. Der verträgt eine solche lange Reise nach Rom nicht. Ich will aber unsere Senatoren überraschen. Mir ist die Sache, die ich ihnen vorlegen möchte, zu wichtig. Wir reisen wie geplant. Und vielleicht können die Lehren dieses unbekannten Mannes tatsächlich die Herzen der Menschen verändern und sie eher zum Frieden als in den Krieg führen. Ich überlasse es dir, ob das gut oder schlecht für das Reich ist. Caligula, der Arzt hat gesagt, der Kaiser sei fast tot. Sein Zustand ist sehr ernst. In dieser Verfassung wird er Rom nie erreichen. Wir müssen die Reise verhindern. Heil dir. Das Schlimmste ist überstanden. Geh. Ich habe hier den Bericht für den Senat. Würdest du mir den Inhalt erläutern? Ich, Tiberius Caesar, Imperator von Rom, trete heute vor den Senat, um den Vätern Roms eine wichtige Angelegenheit zu unterbreiten. Es geht um eine neue Lehre, die in der Präfektur Judäa entstanden ist und eine Welt voll Frieden und Harmonie predigt. Ich schlage vor, sie öffentlich anzuerkennen als die neue Religion des Römischen Reiches. Aber die Lehre des Jesus erkennt dem Kaiser die Göttlichkeit ab. Sieht diese Ruine wie der Leib der Götter aus. Wie kannst du für eine Religion sprechen, die alle Menschen gleichstellt? Den Freien und den Sklaven? Den Römer und den Barbaren? Männer und Frauen, alle gleich? Ist das dein Ernst, Onkel? Meine Entscheidung ist gefallen. So soll es sein. Geh jetzt. So soll es sein, Onkel. Gekreuzigt werden für das, was du gesehen hast, oder willst du einen Schwur leisten auf den neuen Imperator? Heil dir, Gaius Caesar Caligula, Imperator des Römischen Reiches. Du wirst
dem Senat die tragischen Neuigkeiten überbringen. Mögen ihm alle Ehren zuteil werden, die er verdient hat. Und möge man ihn zum Gott erklären, wie es ohne Zweifel auch mit mir eines Tages geschieht. Was diesen Vorschlag wegen der jüdischen Heilslehre betrifft, verbrenn ihn! Ich werde noch heute einen Befehl nach Judäa schicken. Titus Valerius Taurus soll man mit dem Tod bestrafen. Und zerstört ja auch alle Dokumente, die seine Untersuchung betreffen. Wie du befiehlst, Imperator. Niemand wird mich meiner Unsterblichkeit berauben. Onkel. Soldat! Es ist dringend. Für die Präfektur in Judäa. Es ist ein Todesurteil. Schnell! Es ist meine Pflicht, diesen Brief an dich nicht zu beenden, ohne dir mitzuteilen, dass ich nie mehr nach Rom zurückkehren werde. Aber ich werde dem Römischen Reich und seinem Kaiser immer die Treue halten. Sei gegrüßt. Ich suche einen Tribun, einen gewissen Titus Valerius Taurus. Kennst du ihn? Nein, ich habe den Namen nie gehört. Ehre sei dir. Ehre sei dir. Beschlossen, unter den Anhängern Jesu zu leben, in der Hoffnung, einen Platz für mich in der neuen Welt zu finden, die meiner festen Überzeugung nach im Entstehen begriffen ist. Leb wohl, lass nicht nach mir suchen, denn dort, wo ich hingehe, wird mich niemand finden. Dies ist der letzte Brief von Titus Valerius Taurus, ehemaliger Befehlshaber der 7. Geminia-Legion, an Tiberius Caesar Augustus, den Kaiser der Römer. Yeah.